Gigabit Academy versteht sich als Ideen- und Informationslab. Wir wollen Menschen zusammenbringen, die an neuen Anwendungen für 5G arbeiten. Wir dürfen nicht nur die Probleme und die Ängste sehen, die Menschen mit 5G und Gigabit verbinden, sondern wir wollen auch zeigen, was es für Chancen und für Möglichkeiten bietet. Wir haben eigentlich drei Zielpunkte. Wir möchten mit Rahmenveranstaltungen, Workshops und Coaching in Österreich den ganzen Bereich 5G und Gigabit nach vorne bringen. Und zwar, dass Use Cases und Applikationen entwickelt werden. Innovation funktioniert durch Vernetzung und gemeinsames Arbeiten. Und es passiert zwar viel alleine, aber dass es wirklich abhebt und dass es wirklich auch in die Gesellschaft hinausgetragen wird und dann wirklich auch Innovationen entstehen, die der Gesellschaft dann Nutzen haben, braucht es eine breitere Vernetzung und eine breitere Basis, auf der sich das alles aufbaut. World First ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Aspekt bei uns, eben nicht nur auf dem Papier zu arbeiten, sondern am Prototypen, und zwar am wirklich einsatzfähigen Prototypen. Um was es bei der Gigabit Academy geht, ist Folgendes. Wir haben den Versuch gestartet und begangen, gemeinsam mit Partnern aus der Industrie und auch Institutionen neue Wege zu gehen im Sinne, wie wir 5G-Anwendungen auf die Straße bringen können. Wichtig bei der Gigabit Academy ist es einerseits aufzuzeigen, was haben wir denn schon für Know-how in Österreich, was 5G-Bereich betrifft, was haben wir für Know-how in den österreichischen Startups, und andererseits auch die Leute zusammenzubringen, miteinander zu vernetzen. 5G bedeutet für den Wirtschaftsstandort Österreich Wettbewerbsfähigkeit. Es ist für mich immer ganz spannend, neue, innovative Unternehmerinnen und Unternehmer kennenzulernen und andererseits auch, dass es notwendig ist, sich international zu vernetzen. As a partner of Gigabit Academy, we have made several interesting experiences. The first one is, of course, we shared our view on the 5G across sports, healthcare and some other industries. We also had a lot of interesting talks about technologies such as what is coming next, what are the challenges in front of the further rollout of 5G. And through these dialogues, we managed to come to some interesting conclusions for the best of 5G in Austria. Also unser Ziel war es, österreichische KMUs mit den Top-Playern der österreichischen Kommunikationsbranche zu vernetzen. Das ist uns gelungen. Es haben insgesamt 17 Events stattgefunden. Hier haben 105 Organisationen und Unternehmern mit insgesamt mehr als 200 Know-how-Trägern miteinander diskutiert, sich kennengelernt und gemeinsam Ideen entwickelt. Wenn man heute hier in diesem Bereich die richtige Regulierung machen will, muss man in den Markt horchen, muss man wissen, wie die Trends sind, wohin es geht, muss Innovation verstehen und dann auch innovativ regulieren. Es gibt so viele Anwendungsbeispiele, es gilt nur zu zeigen, wo sind diese Anwendungsgebiete, wie kann ich das für mein eigenes Unternehmen nutzen und wie kann ich das auch bei uns am 5G Playground austesten. Wir haben so viele tolle Unternehmen in Österreich, so viele wahnsinnig interessante Innovationsprojekte, und die müssen einfach vor den Vorhang geholt werden. Und deswegen ist es einfach ein wahnsinnig tolles Format, um genau das zu erreichen. Für uns ist natürlich sehr wichtig, dass dieses Netz, wo wir auch sehr viel investieren, dass es auch mit Leben befüllt ist und dass innovative, tolle Anwendungen entstehen, die dann am Ende des Tages auch einen Nutzen haben. Das Netz ist da, und deshalb, finde ich, sollte man auch diesen Schritt wagen und nach vorne gehen.